Ist denn die Hütte des Weidelers so weit weg? Nein, ich bleibe hier. Vielleicht sehe ich Hannah ja. Soll sie kalt werden. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten hast. Boah! Eine Baba Waffe haben wir da gefunden. Jetzt erstmal hier wieder ihm alles Mögliche andrehen. Ich kann mich erinnern, dass diese ganzen Waffen eigentlich mal mehr Geld gegeben haben. Haben die das geändert? Oder ist das erst später im Spiel so, dass die ganzen Waffen ein bisschen mehr Geld geben? Oder ist das der falsche Händler-Chat? Geben die einen nur so ein paar Moneten? Muss man das beim Schmied verkaufen? Oder ist es, weil es grauer Scheiß ist? Erstmal Gwent. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen den Schmied spielen. Ich will Karten spielen. Wegen dem Schwierigkeitsgrad? Nee, ich glaube, der Chat hat recht. Das ist ja so ein ganz normaler Gemischtwarenhändler. Der kann ja eigentlich mit den Waffen gar nichts anfangen, so richtig, ne? Din, 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 din. Oha! Haut ihr hier einfach einen 7er Spion raus. Din, 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 din. Oh yes, baby. Viel zu früh gepasst. Danke, Chat. Mal wieder. Das wird jetzt interessant. Der hat noch 9 Karten. Es macht so Bock, dir zuzuschauen, wenn du Story Games zockst. Danke dir. Mir macht's mega Bock, mit dem Ehrenbruder Twitch-Chat geile Story Games zusammen durchzuspielen. Das Ding ist doch over. Der hat nicht so gute Truppen. Was macht das 7er Monster, wenn der Gegner
10 Angriffsstärke hat bei Nahkampfeinheiten, tötet es die Nahkampfeinheiten mit der meisten Stärke. Also wenn das mehrere Karten sind, dann sogar mehrere auf einmal. Das ist jetzt sogar richtig gut. Schau mal, er hat 15 Angriff. 15 Angriff in der Nahkampfreihe und 3 Viererkarten. Die werden jetzt alle weggeburnt. Bam. Und die Karte hat sogar einen 7er Angriff. Die ist ultra busted. Ist aber gegen Gegner, die halt nur Katapulte und Bogenschütze benutzen, dann wiederum nutzlos. Unerträglich. Na, ich glaube, den haben wir schon einmal weggeklatscht. Wir haben keine Karte mehr bekommen. Hier vorne ist eine Quest und ein Fragezeichen. Das lockt mich doch schon wieder. So, jetzt passt auf, Chatterino. Wir haben endlich einen neuen Slot. Und ich glaube, das, was uns damage-technisch am meisten boostet, wäre diese Fähigkeit. Der ursprüngliche Effekt von Kriegstrance wird aufgehoben. Stattdessen wird jetzt die Chance auf kritische Treffer um 8% pro Adrenalinpunkt erhöht. Aber wir kommen noch nicht so viel an Adrenalin aktuell. Bin mir gerade noch unsicher. Weil diese Fähigkeit, wartet, die hier erhöht unseren kritischen Trefferschaden mit schnellen Angriffen echt sehr saftig. Oder ich brauche noch einen Platz mehr. Stufe 10. Oh, das dauert so lange. Ich guck mal kurz, was unsere Rüstungen sagen. Haben wir ein Upgrade hier gefunden? Boah, kritischer Trefferbonus. Puh! Das ist richtig Baba, das war die Waffe, die wir hier gefunden haben. Die hat zwar denselben Schaden, aber viel bessere Stats drauf. Weil es auch ein Relikt ist. Bluten auch stark. Zeig mal, ist da Bluten drauf? Ja, ist halt jetzt eine Stahlwaffe, ne? Am meisten bekämpft man ja Monsterlies. Oder boostet das jetzt mich am meisten? Ja, ich glaube das. Na, 25% mehr kritischen Schaden. Und schnelle Angriffe 5%. Und wir haben ja 4 leichte Teile an. Das heißt, 100% mehr kritischen Schaden bei schnellen Angriff. Und 20% mehr Schaden bei schnellem Angriff. Mit einem mit einem Spell. Was ist Kriegstrance? Das erkläre ich dir gerne. Das hier, ne? Kriegstrance ist dein Standard-Adrenalin-Effekt. Der hier. Kriegstrance. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte. Jeder Adrenalinpunkt erhöht den Waffenschaden um 10%. Hast du quasi 3 Adrenalin oben, das Maximale. 30% mehr Nahkampfschaden. Auch nicht schlecht. Aber 24% mehr Crit-Chance, wenn du auf Crit-Chance und Crit-Schaden gehst, viel stärker. Deshalb gibt es diese Fähigkeit. Deshalb werde ich mir diese Fähigkeit kaufen.
denke, die wird jetzt unseren Nahkampf schaden, wenn wir Kritten ordentlich boosten. Und wir haben ja hier die ersten roten Dinger gefunden. Das heißt, wir können jetzt auch das hier mal verbinden für 15% Angriffskraft. Und wenn wir Stufe 9 werden, kriegen wir hier den nächsten Platz. Das können wir schon mal hier so tauschen. Dann tun wir da die blaue Fähigkeit einfügen. Bup. Dann können wir hier dann wieder das mit dem blauen verbinden. Das war jetzt echt ein gutes Upgrade für uns. Geil. Jetzt muss ich nur noch meine Crit-Chance erhöhen. Spielerwerte. Chance auf einen kritischen Treffer bei schnellen Angriffen. 17%. Ein Silberschwert. Stahlschwert sogar 22%. Das heißt, wir werden jetzt mit den Fähigkeiten nach und nach versuchen, unsere Crit-Chance zu steigern und den Adrenalin-Input. Dass wir immer schön schnell aufs Adrenalin kommen. Aber dafür müssen wir noch da müssen wir noch einiges leveln. Was faselst du da? Das dauert ja richtig in dem Spiel. Viele EP sind rein. Mein guter Junge, hab Mitleid. Erbarm dich einer alten Frau. Er ist vor Hilfe einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht. Er eine muss in Woche Ordnung gebracht werden, Jella. Sonst wird Werner zürnen. Ich bin froh, dass Mobbing wird bestraft wird, auch unsere Kinder watzig und unsere Hunde reuig machen. Piss dich. Wirklich, ey. Nur solche NPCs im Chat. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Warum packe ich keine Runen auf meine Rüstung? Weil sich das einfach noch nicht lohnt. Die großen Runen wären eine Verschwendung. Wir finden ja noch öfters bessere Rüstung. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich habe schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Er hat nur den NPC zitiert. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Dann Mods. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Man weiß es ja immer nicht. Die Götter werden dich leiten. Vor Hunger schon ganz blass. 8 Erfahrungspunkte. Oh, was ist das denn jetzt wieder für eine Quest hier? Wieder zum Arsch der Welt soll ich laufen. Unerträglich. Ich will doch nur meine EP haben. Ich zocke auf der PlayStation, weil ich das Game nochmal auf Platin spielen möchte. Ich liebe es, Games auf Platin zu spielen. Und Witcher ist mir da eine besondere Freude. Da habe ich mich richtig drauf gefreut, das Game nochmal auf Platin zu spielen. Und würde ich es am PC spielen, würde ich es dann nicht so ausführlich spielen. Weil ich halt auf PC keine Platin-Trophäe habe. Kommt doch her, ihr Ghoulies. Boom. Boom. Also. Bro, wo wirfst du denn die Bombe hin? Och, Mano! Also wirklich. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Haben wir Erfahrungspunkte bekommen? Ey, meine Nase. Chat. Das ist so nervig. Mann, warum geht ich hier? Einfach gesund sein, imagine. 20 EP. Na, haben oder nicht haben.
machen. Hauptquest weiter. By the way, Level 6 Hauptquest. Asche. Gott. So krass, ne? Das ist ein Scheiterhaufen. Und hier tun sich Ghule an den Leichen vergreifen. Oh. Verbesserte Teufels. Und wieder im Baum. Yippie. Das hätte ich mir so gewünscht, dass sie das im Remastered verbessern, dass plötzlich immer in diesen Mini-Bäumen Ästen hängen bleiben kann. Merkt ihr, meine Stimme wird langsam heiser. Belasto. Stimmt, das habe ich öfters mal gesehen und gehört, dass sich die Leute mega beschwert haben, weil bei Red Dead Redemption haut es dich dann immer vom Reittier und bricht dir gefühlt den Hals. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ah, endlich können wir mal wieder das Zeichen benutzen. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Da gibt es ja auch eine Trophy für. Dafür haben wir es auch die ganze Zeit ausgerüstet. Oh ja. Sehr gut. Na dann los. Auch friedlich gelöst, die Situation. Mal sehen, was das für einer ist, der Edricks Freunde so aufgebracht hat. Hätte ich auch wieder umlegen können, die Armen. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alte. Auf ihn den hat der Weidler gewartet. Gesicht erkenne ich sogar wieder. Also, nach all den Jahren erkenne ich ihn wieder. Du erwartest mich? Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Lase, danke für den Resub. Redtrix, danke noch für 27 Monate. Geh mal nach, Lucian Chat, vielleicht euer Prime-Sub. Um sie zu schützen. Prime und in die Sterblichkeit rein. Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ich suche Anna und ihre Tochter. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Heute wieder dicke Grenzsession. Kommt immer drauf an, wir müssen halt... wird sie beschwören und fragen. Geister. Wir müssen halt in neue Gebiete. Sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss... Da dann immer die einzigartigen Gegner herausfordern. Gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Aber wir kommen jetzt gleich in eine größere Stadt. Was welche heißt gleich? Prinzessin? Dauert immer. Prinzessin? Meine Ziege? Sie ist weg! Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege.
Ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel... Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Ja, jetzt werden wir ja auch noch zum Glocken. Zum Glockenbimmeln. Verdonnert. Da unten. Mäht rum. Ach, da bist du. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Süß. Ufe, Anna. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Hey! Nicht essen! Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na hallo. Los, hier zum Mann, euer Gnad. Ich glaube, es war gut, dass wir die Wölfe jetzt schon getötet haben. Sonst hätten die Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Was passiert eigentlich, wenn das, wenn komm das, schon, ich das muss kleine dich zum Ziegleine Weiler zurückbringen. Ist dann ja fast gescheitert wahrscheinlich, ne? Oder vielleicht liefert er sich dann mit einem Boxfight, weil man die hat sterben lassen. Wenn man den Boxfight gewinnt, vergibt sie einen. Hey, nicht weglaufen! Zur Hölle bist du hin. Hey! Hey, die gehorcht nicht. Der, oh, das ist ja jetzt auch wieder unerträglich, ne? Na, ihr seht, ich mache echt einiges mehr an Nahkampfschaden nochmal. Oh, das haben wir sogar alles wieder gebraucht, ne? Wo sind wir hier eigentlich? Aha. Da schauen wir doch mal in die Höhle rein, oder? Wenn wir schon mal da sind. Ich hoffe, ich kann mich jetzt von der Ziege weit genug entfernen und die wird nicht gefressen. Ich speichere mal zur Sicherheit. Man weiß ja immer nie. Vielleicht wird sie angeknabbert von einem Bär oder so. Ah, hier sind nur Kisten. Oh! Meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert. Hätte man mal die Ressourcen, sich das leisten zu können schon, ne? Das ist ja auch so krass, wie lange man spielen muss, wie viel man looten muss, damit man da die Kohle hat oder die ganzen Ressourcen, um sich diese Meisterausrüstung zu craften. So. Du musst jetzt wieder mitkommen, bitte. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Hoffentlich nicht zum nächsten Bären. Muss ich immer mal wieder läuten? Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Ja. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Ziege! Mach keinen Scheiß.
Jetzt komm! Genau, mach's nicht so kompliziert. Sei keine Diva. Prinzessin, lauf dem Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Na gut. Wieder ein bisschen Karma fürs mein Karma-Konto. Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Hilfst du mir jetzt? Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. In der Zeit knattert er die Ziegel. Wer weiß. Mein Gott, da war ja noch was rund um den Baron. Und das Kind lebt. Die Quest ist ja noch so lang. Oh mein Gott, erinnert ihr euch? Das fällt mir jetzt erst wieder ein. Oh mein Gott. Das ist noch so gestört. Schon vorbei. Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Ja, das Spiel ist so groß, man kann sie nicht alles merken. Das Kind ist geblieben. Die Erinnerung kommt ja dann wieder, wenn man dabei ist. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Woher weißt du das alles? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Oh Gott. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Oh mein Gott. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich freue mich so heftig, Chad, auf die Quest. Der den Fluch eines Fehlgeborenen so geil. Oh mein Gott, die ist so deep. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und so ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes. So hilft er dir. Frage
und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. So gut, dieses Spiel. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Lies im Bestiarium, um mehr über Fehlgeborene herauszufinden. Krieg noch mal EP auf korrekt. Oh, ich bin sogar wieder die Hälfte vom nächsten Level up. Digga, meine Stimme, Chat. Es darf nicht noch schlimmer werden, sonst habe ich morgen keine Stimme. Please, no. Ich will doch einfach nur witchern. Rein witchern will ich. Fehlgeborene. Oh Gott. Gruselig. Was verkauft denn der Schönes? Weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Oh, leider. Leider kein Gwent. Schade. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Was hat er denn da? Das hier brauchte ich. Oh, der hat guten Stuff. Alles, was man so braucht zum Craften. Das hier brauchte ich, glaube ich, einmal. Ich erinnere mich an die Pflanze. Zack. Na, der hat auch das wieder. Der hat, glaube ich, fast alles, was Kyra Metz auch verkauft hat, ne? Ach, wir haben so wenig Geld. Ich würde mir am liebsten 10-mal die Alkoholflaschen kaufen, dass wir immer schön viel rasten können, aber 250 ist jetzt auch kein Schnapper. Weiße Möwe war, glaube ich, ein guter Trank. Hey, Freeze Cash. Freezy Cash. Danke für die 10 verschenkten Naschis, Chat. Lass mal einen Sub-Bomber steigen und ein paar Sub-Bombs regnen. Danke für die 10 an die Community. Gekauft. Boah, ein Huni, ganz schön teuer. Kleiner Runenstein, sind das alles Runensteine? Ich glaube, der würde noch mehr Pläne verkaufen, wenn wir die nicht bei Kyra Metz schon gekauft hätten. Na, du kannst nicht bei einem Händler einen Plan kaufen und dann bei einem anderen den nochmal kaufen, wenn du ihn schon kennst. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Dann verschwinden die aus dem Inventar. Ja, das sind alles Schematas für Glyphen. Okay, dann kann ich mir das Ding, denke ich, trotzdem noch gönnen. Was haben wir denn hier? Gegerbtes Drakonitleder. 466 Kronen. Sehe ich so aus, als wäre ich reich oder was? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weideler. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Chillig, danke. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht. Ja, late den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Bis dann. Bis dann. So, Alchemie. Na,
Ich dachte, wir können uns irgendein geiles Öl craften. Für irgendwas hat man das gebraucht. Für Bomben? Aha! Oh, was fehlt denn hier noch? Phosphor. Phosphor, hat der Phosphor verkauft? Phosphor und Grünschimmel. Phosphor, Grünschimmel. Weißer Wolf, weiser Wolf. Was braucht der Wolf? Phosphor, Grünschimmel. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Phosphor, Grünschimmel. Mondscherben, fünfte Essenz. Scheiße. Doch, das ist es, oder? Phosphor. Yes. Und Grünschimmel. Beste Leben. Bob. Bis dann. Bis dann. Ja, stimmt, ich kann auch im Shop bleiben, hast recht. Teufels. Oh, verstärkte Giftwolke. Toll. Und der Zutat nicht. Alter, wie viele Absurde wir schon haben. Wir können einfach fast keinen craften. Hey, Lover. Danke für die 10 verschenkten Subbies. Chat, lass mal ein paar Subbomber steigen, ein paar Subbombs regnen. Schwertwahl, erhöht die Sauerstoffversorgung unter Wasser um 50% und verbessert das Sehvermögen beim Tauchen. Auch sehr nützlich. Öle, ich will die ganzen verbesserten Öle jetzt mal nach und nach. Wir brauchen noch ein Bärenfett und Büffelgras. So, wenn man das anheftet, werden die, glaube ich, extra markiert, diese Sachen. Es geht aber nur über eine Sache. Ich mache das mal so. Na, man muss immer schön gründlich lesen. Man braucht auf Todesmarsch jeden Damage, den man haben kann. Piment, so eine Wurzel. Eine Wurzel. Vielleicht hat er das auch noch. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Die Tränke füllen sich wieder auf beim Rasten, wenn ich du Alkohol ein paar im Inventar für hast. Tränke gebrauchen. Was hast du denn und da? Und die Öle haben keinen, also die kann man nicht aufbrauchen, nur die Anwendungen auf deinem Schwert und dann kannst du sie jederzeit wieder drauf machen. So, hier. Wird das jetzt nicht so extra markiert irgendwie? Das hier war's, oder? Nice. Oh, und Bärenfett. Ach so, das wird dann so weiß umrandet, oder? Ja. Geil, gutes System. Ein Bärenfett noch, jalla. Was brauchen wir denn hier? Haben wir. Muss man aber echt gründlich gucken, dass man das sieht. Jetzt kann ich hier swappen und direkt in die Alchemie rein. Okay, der hat kein Büffelgras, oder? Schade. Kein Büffelmüffel. Craften uns das hier. Ranogrin. Und Mistelzweig. Ranogrin und Mistelzweig. Welche Gegner stehen als Relikte? Das sind so Steingolems. Steingolems und Gargoyles.
Man kann ja immer, das ist das Schöne, im Beastarium nochmal nachlesen. So, guck mal, jetzt haben wir nochmal ein paar Öle hier. Jetzt nach und nach werden wir uns auch die verbesserten noch craften. Wir haben einfach schon den Plan für das überlegene Bestienöl, aber logischerweise brauchen wir den Vorgänger und noch einen Gorgomagen. Das ist, glaube ich, ein eher selteneres Item. 50% Angriffskraft gegen Bestien. Das schmeckt dann. So, Feinden zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Craft ich mal den Aal. Problem ist bei Absuden, die tun extrem an Vergiftung reinknallen. Da können wir uns höchstens einen gönnen. Wir müssten auch, glaube ich, ein bisschen was bei Grün investieren, dass wir mehr Vergiftungsresistenz haben. Erhöht die Ausdauerregeneration in klaren Nächten mit Mondschein deutlich. Mega geiler Trank, oder? Wird uns wahrscheinlich fast nie was bringen, aber nehme ich mal mit. Ah. Später will ich den Absud für mehr Crit-Schaden, für mehr Angriffsschaden. So, wo müssen wir denn hin? Dahin müssen wir. Sprich mit dem Baron. Und was haben wir immer noch nicht, Chat? Oben ein Schild. Das heißt, wir müssen jetzt wieder unten uns hinporten und wieder reinsteppen. War das jetzt nicht fail? Wieso? Weil ich das einmal gekauft habe. Ja, du kriegst doch die immer mal wieder. Weil wir wieder ein bisschen Geld haben, kann man das ja auch jederzeit nachkaufen. Was man hat, was hat. Was man hat, das hat man. Ein Blitzeinschlag? Oh, es brennt. Alle herhören! Die Burg brennt! Die Burg brennt. Es brennt! Feuer! Und ihr meintet, Chat, wenn man dieses Viech unten... unten in dieser Höhle befreit hätte, hätten die dann auch hier die Händler, den Schmied und die Schmiedin getötet? Nee, oder? Oha. Ach so. Ich weiß, glaube ich, warum das brennt. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Nicht, ne? Ich glaube, okay. Der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt. Beeilung. Ah ja, mach das. Das marschiert so. Was hast du denn? Eines Tages. Baron, hallo. Oberst, beruhig dich, ehe du die ganze Burg abfackelst. Sieht nach Regen aus. Ah. Oh, Scheiße, das Feuer greift um sich. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Erstmal ein bisschen looten, Minuten. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht! Hä? Er glitscht? Hä? Glitscht er in der Wand? Hauptversorgung.
hat mich jetzt voll verwirrt, dass er an der Wand stand. Aber hat noch geklappt. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Die Pferde. Also, ich will dir die Abreibung verzeihen, die du den Deppen an der Kreuzung verpasst hast. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Jetzt wird's deep. Verkauf mich nicht für dumm. Oh nein, das du gebimmelt. Du hast sie jahrelang geschlagen. Gebimmel. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Richtig schön in die Fresse getreten. Oh, 40er! Geil! Jetzt ist er wieder nüchtern, der Sack. Wir müssen reden. Geil, geil. So geile Quest, Chat. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Ich wollte Pepo Smash schreiben. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen. Das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Einfach im Store runterladen, wenn du die PS4-Version besitzt. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich, es war nicht so, wie es jetzt scheint. Das Upgrade kostet nichts, wenn du das Hauptspiel schon besessen hast. Das ist ja das Korrekte. Auf dem PC kannst du im CG Projekt Red Client das dir für einen Zehner holen. Das ist wirklich, ja, ich glaube, du kriegst kein so gutes Spiel für so wenig Geld, vergleichsweise. Das ist wirklich ein Schnapper. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören.
Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. War Tamara dabei? Alkoholiker, auch ganz traurige Persönlichkeiten. Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Arme Schweine. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihre Liebsten erst recht. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber das muss hart gewesen sein. Oh ja. Meine Beine gaben nach. Und ich habe Leichenfelder in Sodden und brennende Hexen in Maribor gesehen. Doch verglichen damit war das alles ein Hasenpimmel neben einer riesigen Eiche. Und allein ich bin schuld. Das wissen wir noch nicht. Das Amulett, das Anna trug, könnte eine Rolle spielen. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? In ein sauberes Laken gewickelt und vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Die Musik. Mein Kind war tot. Belfort. Witcher ist ein questlastiges Open-World-Roleplay-Game und kein Souls-Game. Würdest du 5 Sekunden deine Tastatur benutzen und in Google eingeben, ist Witcher 3 ein Souls-Game, hättest du das auch alleine rausgefunden. Reiß dich zusammen. Männer wie du sind einfach erbärmlich, wenn sie zusammenbrechen. Du bist ein herzloser Bastard. Dann wirken die Mutationen ja. Es hat doch sein Gutes. Dein totes Kind kann uns helfen, dein Lebendes zu finden. Und deine Frau. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber
Woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Ah ja, Partybus, ich habe das Panel nicht aktualisiert, my bad. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tue. Wie du auch entscheidest. Wir müssen das Leid meines Kindes beenden. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ich bin bereit. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Chat, ist euch klar, dass die Questline in der Höhle mit Kyra Metz, nicht das danach mit dem Turm, das war eine Sidequest, aber das in der Höhle mit den Gegnern der weißen, der wilden Jagd und die komplette Handlung rund um den blutigen Baron, das in der Burg mit ihm reden, Gwen spielen, das Zimmer durchsuchen, danach in den Sumpf, da die ganzen Handlungsstränge mit den Munen, dann mit den Weideler, seine Ziege holen, jetzt mit seinem Fehlgeborenen, das ist alles ein Queststrang. Ein Queststrang, Chat. Es gab noch keine Trophäen, noch keine Trophäe. Nur wenn es eine Trophäe gibt, ist der Queststrang beendet. Das Game ist so geisteskrank riesig, es ist der Wahnsinn. Und wir haben nicht mal irgendwie viele Nebenmissionen eingestreut. Hier und da ein Fragezeichen, hier und da bin ich mal gestorben, da und da eine Pinkelpause. Das Spiel ist einfach nur der Wahnsinn vom Content. Und deshalb ist das Geld auch wert. Mir nach. Ich freue mich auch heftig auf die Questline mit Hurensohn Junior. Hab in Novigrad, ne? Nein. Auch sehr Warum geil. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Ist auch eine geile Stadt. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Spiegelmeister ist ja DLC. Gut. Das kommt erst später. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Gott. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Barmherzige Götter.
zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße.